Daniel Föst hat ein breites Grinsen im Gesicht, als er vor der CSU-Landesleitung vorfährt. Politische Provokation, mit der die Liberalen auf sich aufmerksam machen. Vielleicht werden sie ja bald gebraucht. Die CSU sei als Regierungspartei mitverantwortlich für die Probleme, vor denen Deutschland jetzt stehe, so die mitgebrachte Botschaft von Bundestagskandidat Föst. Trotzdem, wenn es dann für Schwarz-Gelb reicht, sind Sie doch dabei. Naja, also automatisch sind wir nicht dabei. Wir sind kein Kanzlerinnenwahlverein. Wir definieren Projekte. Wenn wir die Projekte umsetzen können, mit welchem Partner auch immer, dann gehen wir in die Regierung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da gut zusammenarbeiten können. Ich denke, das wäre, sagen wir mal, die sinnvollste Koalition, wenn es zu einer Koalition kommen wird. Es ist natürlich schon sehr ausschlaggebend, was eben der Koalitionspartner eben auch möchte. Besonders beim Thema innere Sicherheit dürfte es zwischen FDP und der Union kompliziert werden. Zwar fordern die Liberalen mehr Polizeibeamte und generell 15.000 neue Stellen in allen Sicherheitsorganen. Das Sammeln von Verbindungsdaten bei der Strafverfolgung lehnen die Liberalen jedoch ab. Bei anlassloser Totalüberwachung wird es schwierig. Vorratsdatenspeicherung, alle Daten werden von jedem jederzeit immer und überall erhoben. Das ist für uns nicht machbar, weil es kein Sicherheitsgewinn ist. Vorratsdatenspeicherung ist natürlich tatsächlich ein wichtiges Thema. Aber ich denke, hier müssen wir natürlich einiges tun, weil es kann nicht sein, dass Verbrechen passieren und nur weil gerade die Zeit abgelaufen ist, die Sicherheitsbehörden nicht mehr auf Informationen zugreifen können. Auch beim Thema Steuersenkungen gibt es Differenzen zwischen Schwarz-Gelb. Während die CSU von 15 Milliarden Euro spricht, fordert die FDP eine noch stärkere Entlastung, besonders der kleinen und mittleren Einkommen. Deswegen sagen wir, Freibeträge erhöhen, Soli abschaffen und auch die kalte Progression. Man hat weniger in der Tasche, obwohl man mehr verdient, muss endlich aufhören, weil das ist schon zu einem gewissen Teil Diebstahl, an denen die Leistung wollen. Ich denke, wir können nur sinnvolle Steuererleichterungen machen, für die ich selber stehe. Also auch ganz persönlich, ich für ganz wichtig halte, dass wir die Menschen da entlasten. Aber wir müssen eine Steuersenkung machen, die auch tatsächlich gegenfinanziert ist. CSU-Chef Seehofer hat der Besuch der FDP vor seiner Haustür offenbar nicht interessiert. Aber vielleicht muss man ja schon bald miteinander reden.